Ja, hallo YouTube, heute ein neues Video von mir, in dem ich eine Serie anfange. Und zwar will ich euch zeigen, wie man eine App programmiert, die so ähnlich wie die Quizduell-App, die bestimmt viele kennen von euch, aufgebaut ist. Genau. Und zwar will ich das mit einer SQL-Datenbank machen und die dann später reinladen. Das war übrigens ein Wunsch von einem Zuschauer und an dieser Stelle ein Gruß. Ja. Anfangen tun wir diesmal nicht in Xcode, sondern im Terminal, dem minimalistischsten Programm. Und dazu rufe ich natürlich das Terminal auf und sehe hier schon, ja, das war ein Fehlversuch von gestern. Einfach ignorieren. Ich mache mal kurz Clear. So. Also einfach hier bei Spotlight Terminal eingeben, dann kommt es auch schon. Und mit Enter einfach aufrufen. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen natürlich eine Datenbank. Und bevor ich das jetzt vorführe, will ich euch mal kurz zeigen, ich habe da was vorbereitet, beziehungsweise nur was gezeichnet. Ich will in dieser Datenbank zwei Tabellen erstellen. Und zwar die Question-Tabelle und die Answer-Tabelle, die jeweils einen Index besitzen, der einfach ein Integer ist und hochgezählt wird, je mehr Einträge es sind. Aus der Question-Tabelle nehmen wir dann den Value, weil in den Value schreiben wir die Frage rein. In die Answer-Tabelle schreiben wir vier mögliche Antworten rein und noch eine weitere Spalte namens Right Answer, die angibt, welche Antwort richtig ist. Also wenn jetzt zum Beispiel die Answer 1 richtig wäre, dann würde in der Right Answer Spalte 1 drinstehen. Also auch wieder ein Integer. Wie das geht, das kommen wir jetzt dazu. Als erstes müssen wir erstmal der Konsole sagen, dass wir SQL-Code eingeben wollen. Und das geht am besten mit SQLite 3. Also SQLite 3 eingeben und dann einfach den Namen der Datenbank, also ich sag mal db.sqlite3. SQLite3 benutzen wir, weil das iPhone am besten mit SQLite3 arbeiten kann. Mit nur SQL ist ein bisschen schwieriger und mit MySQL auch und deshalb mit SQLite3. So, dann klicken wir auf Enter und dann müsste man sowas sehen wie hier SQLite Version, Enter, Help. For Instructions. Und so weiter und so fort. Und hier wichtig, Enter SQL Statements terminated with a, nicht with a, sondern with a Semicolon. Was heißt Semicolon auf Englisch? Keine Ahnung. Ja, das heißt einfach, wir müssen jedes SQL Statement jetzt mit einem Strichpunkt abschließen, wie sonst eigentlich auch gewohnt. Ich bin jetzt nicht der Riesenprofi in SQL, aber ich versuche mal trotzdem das Beste draus zu machen. Ach, und bevor jetzt hier eine Frage aufkommt, ich bin im Desktop-Verzeichnis. Ich mache mal Punkt Quit, dann müsste es schließen, genau. Und dann, das ist ein bisschen schwer zum Erklären, aber ich hoffe, es kommt jetzt jeder mit. Wenn ich ls in die Konsole eingebe und Enter klicke, dann sieht man die Dateien in dem Verzeichnis. Entschuldigung, in dem Verzeichnis man sich gerade befindet. Und ihr seht hier jetzt hier Bildschirmfoto, bla bla bla, habe ich mal ein paar gemacht. Und da kann man dann drauf schließen, ob man jetzt hier in dem Verzeichnis ist. Ich nehme einfach den Desktop, weil ja, da sieht man es am besten. Falls ihr nicht wisst, wie man auf den Desktop kommt, dann einfach, also standardmäßig seid ihr ohne Desktop in eurem User-Verzeichnis und wenn ihr in den Desktop wechseln wollt, dann einfach CD und dann Desktop eingeben. Dann befindet ihr euch auf dem Schreibtisch. So, jetzt wie gesagt nochmal SQLite3, db.sqlite3. Die Datenbank wurde noch nicht erstellt, weil sie eigentlich nichts beinhaltet. Deshalb wurde sie jetzt noch nicht erstellt. So, jetzt können wir SQL Statements eingeben. Ich hoffe, es sind jetzt nicht zu viele fragende Gesichter. Ah, was ist SQL und so? SQL ist einfach die Sprache, mit der man Datenbanken verwalten kann und DBMS, also
Datenbanken-Management-Systeme kann man damit erstellen. SQL kann ich zwar, aber ich bin jetzt nicht so der Profi. Also es kann auch sein, dass ich jetzt ein paar Fehler mache. Ich habe jetzt schon ein paar Fehlversuche hinter mir von der Aufnahme. Deshalb hoffe ich jetzt mal, dass es jetzt klappt. So, los geht's. Als erstes, wie gesagt, brauchen wir nach unserer Grafik hier eine Tabelle Question und eine Tabelle Answer. Und diese erstellen wir jetzt einfach mal. Also, der Befehl zum Erstellen einer Tabelle lautet Create Table, dann der Name, also Question. So, und jetzt eine runde Klammer auf und jetzt kommt immer jeweils der Name einer Spalte und dann der Dateityp dieser Spalte. Also sage ich, ich will ein Name ident und sage, das soll ein Integer sein. Mit Komma kommt man dann, erstellt man dann eine weitere. Also dann weiß das Terminal, dass es jetzt eine neue Spalte kommt. Und hier gebe ich jetzt ein Value und Varchar. Und zwar Varchar 100. Varchar 100 bedeutet eine variable Zeichenlänge. Also Char kennt ihr ja vielleicht den Datentyp Char. Und Varchar 100 bedeutet einfach, dass diese Spalte eine Aneinanderreihung von Chars von 0 bis 100 erlaubt. Also es sind maximal 100 Zeichen in dieser Spalte erlaubt, aber ich denke, eine Frage mit 100 Zeichen brauchen wir nicht, zumindest nicht für Demonstrationszwecke. So, jetzt haben wir das erstellt und müssen aber nochmal eine Klammer zumachen, weil diese Klammer bei 100 ist ja nur für die hier am Anfang und die hier ist für das Insgesamte. So, jetzt Strichpunkt nicht vergessen und dann mit Enter bestätigen. Und ihr seht, hier hat sich was getan an meinem Schreibtisch. Ihr seht eine db.sqlite3 Datenbank, die jetzt erstellt wurde. Nicht wundern, wenn vielleicht bei euch das Icon nicht so aussieht. Da komme ich nachher noch zu. So, als nächstes brauchen wir eine andere Tabelle, und zwar die createTableAnswer-Tabelle. Hier kommt jetzt ein bisschen mehr rein, wie ihr hier seht. Habe ich Answer 1, Answer 2, Answer 3, Answer 4 und WriteAnswer plus noch einen Index. Das heißt, wieder ident, integer, Komma, Answer 1 und das soll auch ein Varchar sein, hier reicht aber 50. Dann Komma, Answer 2, Varchar, wieder 50. Komma, Answer 3, Varchar, 50. Komma, Answer 4, Varchar, ups, ohne Klammer, Varchar 50, Klammer zu, und jetzt noch write answer, und das soll wieder ein Integer sein. So, ich überprüfe mal nochmal alles, create table, answer, ident, integer, okay, passt, answer 1, Varchar 50, answer 2, Varchar 50, answer 3, Varchar 50, answer 4, Varchar 50, und write answer, integer. Perfekt. Strichpunkt und Enter. Und er gibt keine Fehlermeldung, das heißt, die Tabelle wurde auch erstellt. So, jetzt können wir vom Terminal in ein anderes Programm wechseln. Und zwar geben wir jetzt Punkt Quit ein, was dieses SQLite, also jetzt können wir keine SQL-Befehle mehr eingeben und können die Konsole beenden. Ich öffne die db.sqlite jetzt mit Doppelklick und da öffnet sich ein Programm namens Mesa SQLite. Mesa SQLite ist ein Programm, das kostenlos ist und zwar kann man das hier runterladen bei Softonic. Ich habe einfach bei Google Mesa SQLite angegeben und dann kommt man auf diese Seite, kann man runterladen und ja. Mit diesem Programm kann man aber keine SQLite3-Dateien erstellen, zumindest habe ich das jetzt nicht rausgefunden, wie man das machen kann. Deshalb habe ich jetzt zum Erstellen das Terminal genommen. Also das ist der Grund, warum. Und aber warum ich jetzt gewechselt habe in dieses Programm, ist ganz einfach, weil hier kann man viel schöner die Tabellen angucken und ja, es ist einfach nicht so minimalistisch wie ein
wie eine Konsole. Jetzt wechselt ihr mal in Question. Also wenn ihr hier drin seid und die geöffnet habt, eure Datenbank, wechselt ihr in die Tabellenname Question. Dann geht ihr hier oben auf SQL Query und hier ist wieder das Fenster. Das ist jetzt eigentlich vergleichbar mit der Konsole. Hier kann man wieder SQL-Befehle eingeben. Und zwar kommt jetzt der nächste Befehl, der Datensätze einfügt. Denn wir brauchen ja Datensätze, die wir dann auch auslesen können. So, da geben wir ein Insert into und jetzt der Name, also Question, runde Klammer auf wieder und jetzt die Spalten, die wir einsetzen wollen. Das wäre zum einen Ident, Komma und zum anderen Value. Dann eine runde Klammer zu. Also wir sagen hier praktisch erst, welche Spalten wir hinzufügen wollen. Also in welche Spalten wir was hinzufügen wollen. Und jetzt kommen die Werte, die dann dort in dieser Reihenfolge eingesetzt werden. Dazu geben wir noch das Stichwort Values ein und das erscheint dann blau, weil Values ist ein reserviertes Wort von dem Compiler. Ich weiß gar nicht, ob es ein Compiler ist, wahrscheinlich eher nicht. Kenne ich mich gerade auch nicht so aus. Auf jeden Fall, Values ist ein reserviertes Wort. Und jetzt brauchen wir wieder eine runde Klammer auf und jetzt kommen die tatsächlichen Werte rein. Alles ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, es kommt jeder mit. Ansonsten einfach nochmal angucken. Und ja, ich kann jetzt leider nicht SQL in aller Ausführlichkeit erklären. So, der erste war ein Integer-Wert, also geben wir hier auch einen Integer ein. Und zwar in dem Fall 0, weil ja das ist der erste Datensatz und wir fangen einfach bei 0 an. Dann ein Komma und jetzt kommt der zweite Datensatz, der zweite Wert von Value. Und Value haben wir ja vorher als Varchar beschrieben. Deshalb kommt jetzt hier auch ein Varchar rein. Und diesen Varchar umrandet man mit Hochkommas. Allerdings nicht mit den normalen über der 2, sondern mit denen über dem neuerdings genannten Hashtag auf der Tastatur. Also einfach Hochzeichen und wie heißt es nochmal? Weiß gar nicht, egal. Also der Pfeil nach oben, Shift, genau. Und dann über der Raute seht ihr so einen einzelnen Strich und dann habt ihr so ein einzelnes Hochkomma. Und hier kommt jetzt die Frage rein. Und zwar sage ich einfach mal, die Frage heißt, was bedeutet CSS? Fragezeichen. Stichwort Webprogrammierung. CSS, Cascaded Style Sheet, wer es nicht weiß, ist für Styles zuständig bei Websites. So, jetzt haben wir den zweiten Wert auch eingegeben, beenden das mit einer runden Klammer und aufpassen, in diesem Programm kein Strichpunkt nach dem Befehl eingeben, sondern einfach markieren und dann auf Run Query und wir sehen dann hier unten, wenn Fehler aufgetaucht sind, aber anscheinend nicht. So. Dann fügen wir, wenn wir schon dabei sind, gleich den zweiten Datensatz ein. Jetzt ist es nicht mehr so kompliziert. Einfach hier jetzt die Werte ändern. Values 1, weil es ja der zweite Datensatz ist. Das Fragezeichen können wir auch da lassen. Und als Frage vielleicht, wie viele Einwohner hat Deutschland? Fragezeichen war schon da. Und dann wieder alles markieren und Run Query. Und there were no errors. So, zum Überprüfen gibt es ein weiteres SQL-Statement und zwar select from und dann der Tabellenname. Und dazu wechsle ich in den Tab 2 und gebe hier select Sternchen, weil Sternchen bedeutet so viel wie select alles, from question. So, alles markieren und run query und wir sehen jetzt hier unten die Ausgabe, die Tabelle mit ident, value, und 01 und was bedeutet CSS und wie viele Einwohner hat Deutschland? Puh, anstrengend, aber jetzt geht's weiter mit der anderen Tabelle. Und zwar jetzt nicht insert into question, sondern insert into, und da mache ich mal diesen ersten weg da, insert into answer und jetzt das gleiche Verfahren wie vorher.
Ident, answer 1, answer 2, answer 3, answer und nicht verschreiben, ganz wichtig, answer 4. Ach, und write answer natürlich auch noch. Und jetzt die jeweiligen Werte dazu, also values, und dann wieder runde Klammer auf und jetzt sagen wir auch hier 0, Komma. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil jetzt müssen wir ganz viele so Hochkommas eingeben. Das ist ein bisschen eine Friemelei, wie sagt man, ja. auf jeden Fall eingeben. Und jetzt die erste Frage war, was bedeutet CSS? Dann erfinden wir hier mal Creative Style Skills, dann Komma, nach dem Hochkomma, dann wieder ein Hochkomma. Am besten gleich immer zwei eingeben. Dann verwechselt man da nichts. Dann, was können wir noch erfinden? Naja, okay, dann sagen wir, die zweite Antwort ist die richtige, also Cascaded Style Sheet, was es ja bedeutet. Dann wieder Komma, Hochkomma. Dann die nächste Antwort, Creative Software Skills, meinetwegen. Komma, Hochkommas wieder für die vierte Antwort und da sagen wir einfach mir fällt nichts ein. Creational Super Soft. Naja, egal. Einfach irgendeinen Quatsch halt einfügen. Und jetzt brauchen wir wieder ein Komma und jetzt haben wir die vier Antworten. 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommt wieder ein Integer, das heißt, wir brauchen keine Hochkomma, sondern die Right Answer. Und das wäre in unserem Fall die zweite Antwort und wir geben 2 ein. So, alles markieren, Run Query und there were no errors. Das ist schon mal sehr gut. Gehen wir weiter in den nächsten Datensatz und geben da 1 ein als Index. Dann Creative Style Skills löschen wir. Vorsichtig jetzt mit den Hochkommas und sagen 52 Millionen Einwohner. Also die Frage war ja, wie viele Einwohner hat Deutschland? Also 52 Millionen, 62 Millionen, 72 Millionen und die letzte Antwort ist diesmal die richtige, 82 Millionen. So, die letzte Antwort ist die richtige, also 4 für die richtige Antwort. Alles auswählen und am besten nochmal überprüfen, aber es dürfte alles richtig sein, dann Run Query und No Errors, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt müssen wir zum Überprüfen, gehe ich mal wieder in den nächsten Tab und sage hier Select from Answer, alles auswählen, Run Query und wir sehen unsere zweite Tabelle namens Answer und zwar hier mit der einen Zeile Creative Style Skills, Cascaded Style Sheet, Creative Software Skill und Creational Supersoft und jeweils die richtige Antwort. So, damit das jetzt nicht zu lang wird, schon bei 18 Minuten, Wahnsinn, ich glaube, das ist mein längstes Tutorial, aber es ist auch echt umfangreich diesmal. Das war's für heute. Nächstes Mal zeige ich euch dann, wie man die Datenbank in Xcode einfügt und im dritten Teil versuche ich euch dann zu erklären, wie man die Daten so anzeigt, dass es wie ein Wer wird Millionär-Spiel aussieht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Echt aufwendig jetzt und ich musste mich jetzt echt konzentrieren. Wie gesagt, in SQL bin ich auch nicht so der Profi. Jedenfalls, jetzt hat ja alles gut geklappt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder mit dem Tutorial, in dem wir dann in Xcode unsere Datenbank einfügen. In dem Sinne, viel Spaß euch, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.